Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir sind jetzt wieder hier im normalen Menü. Hier habe ich ein neues von denen. Und hier oben. Bei den Symbolen habe ich glaube ich schon alle verwendet. Wenn ich mir richtig entsinne. Genau. Ah, wir haben hier jetzt noch hier die Monsterration von Bambushka selber. Die jetzt auch neu ist. Na gut, und dann gehen wir jetzt mal in den Solo-Modus. Das habe ich heute vor. Solo-Modus spielen. Tutorial haben wir ja abgeschlossen. Ich wollte nicht, dass er reingeht. Ich dachte schon, normalerweise gehst du doch nicht rein. Also Tutorial haben wir abgeschlossen. Jetzt gibt es diesen Duell-Neustart. Wenn du die Grundlagen des Duellieren erlernen oder wiedererlernen willst, mach hier den ersten Schritt. Wir empfehlen dir, diese zu spielen, bevor du Duelltraining oder eins der vielen Tore ausprobierst, in denen du die Geschichten erleben willst. Okay. Wir vorne mal an. Kriegen wir diesen Wolf da, okay. Schauen wir uns noch einmal die Grundlagen von Duellen an, basierend auf der grundlegenden Steuerung, die du im Tutorial gelernt hast. Das Wichtigste zuerst, die Monster. Okay, wenn du versuchst, ein Monster auf dem Spielfeld zu platzieren, erscheinen zwei Optionen: Beschwören und Setzen. Sehen wir uns den Unterschied zwischen Beschwören und Setzen an. Ach so, es ist also einfach noch detaillierter. Also im Endeffekt ist es quasi mehr oder weniger für Dummies erklärt. Dass man wirklich jede einzelne Kleinigkeit erklärt. Okay, Monster auf das Spielfeld bringen. Monster unter Stufe 4 sind leicht auf das Spielfeld zu bringen. Sie sind besonders zum Beginn eines Duells sehr nützlich. Verwende die ATK und Def-Werte, um zu bestimmen, wie du sie auf das Spielfeld platzierst. Um ein Monster mit hoher ATK zu beschwören, beschwöre es. Wer hätte es gedacht? Indem du es in die offene Angriffsposition legst. Und um Monster mit hoher Def zu beschwören, setze es, du hättest es dann wegmachen können, indem du es in die verdeckte Verteidigungsposition bringst. Ja, beide haben nur 500, nice. Oh, geflügelter Drache und Hüter der Festung. Oder Festungswächter. Heißen ja anders im Anime als im Spiel teilweise. Einige Monsterkarten haben verschiedene Eigenschaften wie hohe ATK oder Def. Oder hohe Def und so weiter. Sie haben auch Effekte. Die ATK des Monsters deines Gegners sind höher als die von der Karte vom Weltkelch gekrönt auf deiner Hand. Wenn du das Monster mittels einer Beschwörung so beschwörst, wie es ist, wirst du im Kampf nicht gewinnen. Also lass uns das Monster auf eine andere Weise auf das Spielfeld bringen. Setzen wir vom Weltkelch gekrönt. Jetzt bist du bereit für den Angriff des Monsters deines Gegners. Beende deinen Spielzug. Und der wird sich damit selber umbringen, weil er 2100, das ist zu viel Recoil. Wenn man so wenig Lebenspunkte hat, sollte man eigentlich auch nicht verdeckte Monster angreifen, weil es zu risky ist. Das Monster deines Gegners greift an. Wenn ein gesetztes Monster von einem Monster deines Gegners angegriffen wird, werden die ATK des Monsters deines Gegners mit den Defs deines Monsters verglichen. Wenn die Def deines Monsters exakt den ATK des Monsters deines Gegners entspricht, wird es im Kampf nicht zerstört und du blockst den Angriff des Gegners erfolgreich. Außerdem fügst du deinem Gegner Kampfschaden zu, wenn die Def
deines Monsters, die ATK des Monsters, deines Gegners übersteigt. Ja, genau. Boom. So, einfach kann's gehen. Also, okay. Abgeschlossen. Dann kriegen wir noch dreimal diesen Kriegswolf und gehen zur nächsten Praktik. Als nächstes wollen wir über Zauber- und Fallenkarten sprechen. Viele Zauber- und Fallenkarten sind Einwegkarten, die auf dem Friedhof gelegt werden, nachdem ihre Effekte aufgelöst wurden. Manche Zauber- und Fallenkarten bleiben jedoch auf dem Spielfeld und haben weiterhin einen Effekt. Schauen wir uns die Unterschiede an. Und dann kriegen wir hier Kraft der Magie dreimal. Kraft der Magie. Ja, Magie. Okay, was steht da? Zauber- und Fallenkarten, die auf dem Spielfeld verbleiben. Benutzte Zauber- und Fallenkarten werden auf den Friedhof gelegt, aber Karten mit den Symbolen permanent, Ausrüstung und Spielfeld bleiben auf dem Spielfeld. Insbesondere werden Spielfeldzauberkarten in eine besondere Spielfeldzone gelegt, nicht in die Zauber- und Fallenkarten. So, nicht in die Zauber- und Fallenzone. Also permanente Ausrüstung und ja, Spielfeld. Wie man es kennt. Es erklärt wirklich die Basics von Yu-Gi-Oh! Im Generellen. Ja, alle Erdmonster bekommen. Alter, ist das eine alte Zauberkarte. Staubtornado. Ja, okay, machen wir dann weg im nächsten Zug. Dein Gegner stärkt seine Monster mit Spielfeldzauberkarten. 100-100. Lol. Spielfeldzauberkarten werden in eine spezielle Spielfeldzone gelegt und aktivieren verschiedene Effekte, während sie auf dem Spielfeld liegen. Zerstöre die Spielfeldzauberkarte deines Gegners mit dem Effekt der Karte Staubtornado, die du gezogen hast. Setzen wir Staubtornado. Genau, also Fallenkarten kann man nicht im selben Zug nutzen, für gewöhnlich. Probiere eine Beschwörung vom Weltkelch auserwählt. Genau den beschwören wir. Er ist schwächer. Jetzt bist du bereit für den Angriff des Monsters deines Gegners. Beende den Spielzug. Er hat aber als Grund-ATK 1200. Heißt also, dass wenn ich seine Feldzauberkarte zerstöre, er verliert. Dein Gegner aktiviert jetzt eine Ausrüstungszauberkarte. Ausrüstungszauberkarten sind ebenfalls Zauberkarten, die auf dem Spielfeld verbleiben. Im Gegensatz zu Spielfeldzauberkarten hatten die das gesamte Spielfeld betreffen. Beeinflusst Ausrüstungszauberkarten die Monster, die sie ausrüsten. Das Monster deines Gegners greift an. Aktiviere eine Fallenkarte, bevor dein Monster zerstört wird. Aktiviere Staubtornado und zerstöre die Karte Gaia-Kraft deines Gegners. Wenn eine Spielfeldzauberkarte das Spielfeld verlässt, wird ihr Effekt nicht länger angewandt. Deswegen hat er nur 100 Leben. Gut, dann gehen wir zur nächsten Praktik. Schauen wir uns Zauberkarten ein wenig genauer an. Wenn du eine Fallenkarte von deiner Hand auf das Spielfeld spielen willst, musst du sie setzen. Aber auch Zauberkarten können aktiviert oder gesetzt werden. Sehen wir uns den Unterschied zwischen aktivieren und setzen an. Naja, bei setzen wird es halt später aktiviert. Ich weiß jetzt. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass es, wenn es eine Schnellzauberkarte ist, dass man die nicht mehr aktivieren kann, wenn man sie gesetzt hat, sondern erst im nächsten Zug. Aber das gilt quasi für Fallen im Endeffekt auch. Weil das ist ja, glaube ich, auch der Fall mit Fallen-Handtraps, wenn du die setzt, dass du sie dann nicht mehr aktivieren kannst.
Aktivierung und Setzen von Zauberkarten. Zauberkarten können nicht nur in deinen Spielzug aktiviert werden, sondern wie Fallenkarten gesetzt werden. Viele Zauberkarten können gesetzt und dann während deines Spielzugs aktiviert werden, mit Ausnahme der Schnellzauberkarten. Stattdessen kannst du sie setzen und dann während des Spielzugs deines Gegners aktivieren. Theoretisch aber auch in meinen, wenn ich da wieder dran bin. Sie müssen halt ein Spielzug auf dem Feld liegen. Genau, die kannst du sofort aktiviert werden, die nicht. Bei der ist es eigentlich irrelevant, was man macht. Weil, like, warum sollte man sie erst setzen und dann aktivieren? Die einzigen Sachen, wo das relevant ist, ist, wenn du Karten hast, die Zauberkarten direkt vom Deck setzen. Und die musst du dann aufflippen, quasi. Ah ja. Wenn du eine Zauberkarte aus deiner Hand auf das Spielfeld legst, kannst du wählen, ob du diese Karte aktivieren oder setzen willst. Schauen wir uns den Unterschied zwischen den beiden an. Setzen wir aufschlagen. Ja, okay, sure. Ist irrelevant, aber gut. Während deines Spielzugs gesetzte Zauberkarten können noch während dieses Spielzugs aktiviert werden. Schauen wir uns das einmal in der Praxis an. Aktiviere Aufschlag. Ja, okay. Du hast das Monster deines Gegners erfolgreich zerstört. Zauberkarten werden hauptsächlich während deines Spielzugs verwendet. Dies gilt nicht nur für die Aktivierung von der Hand, sondern auch für die Aktivierung von Karten, die auf dem Spielfeld gesetzt wurden. Einige Zauberkarten sind sogenannte Schnellzauberkarten. Wenn eine solche Karte aus der Hand aktiviert wird, verhält sie sich genauso wie andere Zauberkarten. Aber wenn sie aus der Hand gesetzt wird, kann sie während dieses Spielzugs nicht mehr aktiviert werden. Wenn sie gesetzt wurde, besitzt sie die Eigenschaft, auch während eines gegnerischen Spielzugs aktiviert werden zu können. Genauso wie Fallenkarten. Wie eine Fallenkarte. Probiere eine Beschwörung von Weltkelch herbeigerufen. Vom Weltkirch herbeigerufen, hier. Lass uns in die Battle-Phase übergehen. Er hat genau 1800, also werde ich jetzt gewinnen, außer er hat was dagegen. Greife die Alpha des Gegners direkt an. Jupp. Da drücken wir okay. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Schlag aus dem Hinterhalt, okay. In der Main-Phase deines Spielzuges kannst du die meisten Aktionen frei ausführen. Zum Beispiel Monster beschwören, Zauber oder Fallenkarten aktivieren oder Karten setzen. Die Main-Phase ist in Main-Phase 1 und die Main-Phase 2 unterteilt, von denen eine auf jeder Seite der Battle-Phase liegt. Betrachten wir, welche Rolle die Main-Phase 2 spielt, ja, damit du halt Sachen nach deinem Angriff noch machen kannst. Wie beispielsweise Monster, mit denen du beim Angreifen mehr Schaden gemacht hast, jetzt für Monster, die eher in der Lage sind, das, was den Gegner potenziell noch auf Feld klatscht, zu negaten oder besser auszuhalten. Nutze deine Main Phase 2. Okay. Die Main Phase 1 dient hauptsächlich der Vorbereitung auf den Angriff in der Battle Phase. Darunter auch der Beschwörung von Monstern. Dann denk daran, nach der Battle-Phase mit Main-Phase 2 weiterzumachen. In der Main-Phase 2 kannst du dich auf den Spielzug des Gegners vorbereiten, indem du zum Beispiel Fallenkarten setzt. Genau, weil wenn man die während der Battle setzt, hat der Gegner vielleicht einen Effekt, die sie zerstören können. Also nicht während der Battle-Phase, halt in der Main-Phase 1. Außer man spielt Duel Links, da muss man das machen, weil es gibt ja keine zwei Main-Phase. Warum habe ich das jetzt geskippt? Ich bin so ein Depp. Ich wollte es doch lesen. So, das habe ich schon gelesen. Also, ziehen. In der Main-Phase deines Spielzugs kannst du verschiedene Aktionen durchführen, um das Duell voranzutreiben. Beispiel wäre Beschwören von Monsterkarten sowie die Aktivierung und Setzen von Zauber- und Fallenkarten. In der Main-Phase 1 bereitest du einen Angriff vor. Die Karte Fähigkeitserbe in der Hand kann selbst dann nicht aktiviert werden,
wenn sie in diesen Spielzug gesetzt wird? Beschwöre zunächst ein Monster und gehe dann in die Battle-Phase über. Probiere eine Beschwörung vom Weltkelch auserwählt. Lass uns in die Battle-Phase übergehen. Lass uns das Monster angreifen. Lass uns einen Angriff mit einem Monster ausprobieren. Das gegnerische Monster in verdeckter Verteidigungsposition war Karmesinroter Ninja. Karmesinroter Ninja zerstört eine auf dem Spielfeld gesetzte Fallenkarte. Hättest du in der Main-Phase 1 Fähigkeitserbe gesetzt, wäre die Karte vom Effekt des Gegners zerstört worden. Genau. Hier wird einem erklärt, warum man das nicht in der Main-Phase 1 machen soll. Beenden wir die Battle-Phase und gehen wir zur Main-Phase 2 über. Die Main-Phase 2 ist entscheidend, um auf den Spielzug des Gegners vorbereitet zu sein. Zauber und Fallenkarten können auf die gleiche Weise wie in der Main-Phase 1 aktiviert und gesetzt werden. Wenn du in der Main-Phase 1 keine Monster als Normalbeschwörung beschworen gesetzt hast, kannst du in der Main-Phase 2 ein Monster als Normalbeschwörung beschwören oder setzen. Das ist teilweise auch wichtig. Setzen wir Fähigkeitserbe, falls man. Ja, falls es irgendwie keinen Sinn gemacht, falls das Monster eh keinen Sinn macht zum Angreifen oder sowas. Jetzt bist du bereit für den Angriff des Monsters deines Gegners. Beende deinen Spielzug. Ja, bin ich. Wenn der jetzt 1700 hat oder halt nur leicht. Warte mal, wie viel erhöht die Karte? 400. Der hat literally nur 50 mehr. Was zur Hölle? Das Monster deines Gegners greift an. Aktiviere eine Fallenkarte, bevor dein Monster zerstört wird. Aktiviere Fähigkeitserbe. Eigentlich müssten sie aber jetzt noch sagen, dass man hier auf die Damage Step warten sollte, weil sie ATK manipuliert, aber ist okay. Das machen sie ja also sich in anderen Tutorials schon, glaube ich. Heigeki-Brecher. Das war ein bisschen sehr weit weg. Ich wollte eigentlich nur einmal Rechtsklick drücken und nicht 50 Mal. Nehmen wir mit. Warte mal, hier haben wir. Achso, ja, Regiebrecher. Nehmen wir mit, was wir bislang gelernt und besprochen haben, und duellieren uns nach den Grundlagen von Yu-Gi-Oh! Master Duel. Beide Spieler beginnen mit 8000 Lebenspunkten, Life Points, und für 5 Karten auf der Hand. Du kannst dich mit dem Deck, das du hast, duellieren, oder du kannst Karten sammeln, um ein neues Deck zu bauen. Du kannst es so oft wie nötig versuchen, um den Ablauf von Duellieren besser zu verstehen. Genau, das ist sehr interessant, weil das ja ein Duell ist, wo es keine zwei Optionen gibt. Also es gibt hier nur mein Deck. Like, es gibt hier nicht Leideck. Also würde ich sagen, wir machen das jetzt mal komplett fertig, weil brennende Gazelle, ich glaube, darauf ist er nicht vorbereitet. Gut, das ist keine gute Hand gegen ein altmodisches Deck, weil was soll ich denn machen? Maxi aktivieren, wie auch Wind der Spezialbeschwörer. Aber glücklicherweise habe ich seine Gewinnung gezogen. So, ich glaube, Maxi ist am wenigsten nutzvoll in diesem Duell. Also holen wir uns Großsalamander Gazelle. Dann beschwören wir Großsalamander Gazelle, aktivieren den Effekt von Großsalamander Gazelle, um uns. Ich kann nicht so viel weiterkommen, wenn ich so drüber nachdenke. Also, wir millen auf jeden Fall dich. Dann beschwören wir uns den da, damit wir noch einen Draw kriegen. Warum nicht? So. Ich komme jetzt nicht so. Mir fehlt jetzt so ein bisschen quasi ein Monster.
Also kann ich jetzt nur leicht die Schwalbenmagier-Route gehen. Wird zwar wahrscheinlich auch locker reichen, aber... So. Er will mir eh keinen Schaden machen, also fange ich jetzt mal an, mir Schaden zu machen mit Decor Talker Hizo. Ah, cool. Gut, der ist dann gut für den nächsten Zug. Also, machen wir mal sein verdecktes Monster weg. Ja, okay, dann ziehe halt eine Karte. Stört mich nicht. Setzen. Die lassen wir mal noch auf der Hand. Endphase. Ich sehe mal dann noch eine Karte, wenn dich das nicht stört. Klar, noch Auslöschungsinformantur. Noch eine Infinite in Permanence. Ziehen wir mal noch eine Karte. Noch Wille der Großsalamander, das ist ja super. Okay, dann beschwören wir dich. Ja. Dann schauen wir den nochmal. So, dann aktivieren wir die Karte. Nutzen ihren zweiten Effekt. Geht sie auf den Friedhof, wählen wir den aus. Ich weiß gerade nicht, ob die jetzt negated ist oder ob die einfach durchgeht. Sie geht einfach durch. Das ist eigentlich richtig krank. Hier. Sure. Setzen wir noch hier für eine Permanence, was weiß ich, dann kann ich den Auslöschungsinformanten nochmal aktivieren. Ich bin nice. So, dann haben wir jetzt Update-Störer. Dann können wir jetzt mit Update-Störer und den da uns den Transkodiersprecher gönnen. Dann können wir jetzt noch Update-Störer seinen Effekt nutzen. Können uns mit Transkodiersprecher den Update-Störer gönnen. Und dann können wir uns mit dir und Update-Störer den Zugangskodiersprecher gönnen. Also. Also melden wir einen von denen. Machen wir mal den da weg. Das wäre ein Flipmonster gewesen wohl. Ich habe einfach zwei Hände. Auf 6300 Lebenspunkten oben.
Okay, den habe ich jetzt einfach gecrushed. Na, aber sowas passiert, wenn sowas so ganz spät dann wieder ins Spiel reinkommt. Okay, Ziel geschafft, Belohnung, Begleiterbasis, normale Monsterkarte erworben. Okay, erhalten. Dann haben wir jetzt eine neue Begleiterbasis. Ich weiß nicht, in welchen Decks ich die benutzen würde, aber ich habe sie auf jeden Fall jetzt. Und das ist doch schön. Gut, dann würde ich sagen, wir werden nicht vergessen und wir machen im nächsten Part weiter. Tschüss.